moin moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Team Car Race Video 2023. Wir befinden uns heute beim Swimmer dran und ich vertrete heute Team Car. 750 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen, mal sehen, was das so wird. Also Elite ist auf jeden Fall da und ich hab Bock. Ja, Schwimmen, immer eigentlich meine schwächste Disziplin gewesen, hat sich im letzten Jahr entwickelt. Heute 750 Meter, was habe ich mir vorgenommen? Ja, irgendwo was bei 12, vielleicht ein bisschen schneller, das wäre so das, wo ich sage, vom aktuellen Trainingsstand her realistisch und auch eine gute Ausgangsbasis für den anschließenden 5 Kilometer Lauf. Also ich denke, wird gut und dann sehen wir nachher weiter. So, Schwimmen haben wir jetzt. Jetzt ist noch eine halbe Stunde bis zum Laufen. Und der Aberglaube, ich bin ja sehr abergläubisch. Und hier, ihr seht noch die Nummer aus Duisburg. Muss erstmal ab, die neue kommt ran. Und heiß, ihr seht, wann ich den letzten Wettkampf hatte. Und beim letzten Mal habe ich es auch so gemacht. Alte Nummer ab, neue ran und dann lief das, ne? Also, gleich gehe ich einlaufen und dann wird geballert. Ja, Wettkampf ist vorbei. Ihr seht, ich bin hier gestärkt. Lief. Also ich bin als 10. gestartet, am Ende als 4. wiedergekommen. War geil. Also Hintour war sehr, sehr windig, sehr viel Gegenwind. Rücktour natürlich Rückenwind, das lief. Und habe mir Stück für Stück peu à peu vorgearbeitet. Und am Ende 18:18 auf ziemlich genau 5 Kilometer. Harter Kurs. War geil, ich bin zufrieden und jetzt heißt Füße hoch und auf die nächsten Wettkämpfe vorbereiten. So, wie war's? Ja, Mensch, mega Wettkampf hier. Schade, dass die letzten beiden Jahre ausgefallen sind, aber ich denke mal, so eine Renovierung ist nicht von der Hand zu weisen. Jetzt ist es drin noch schöner. Ja, was ist noch zu sagen? Also als Kuchenfreund ist es natürlich mega, was es hier so für Sachen gibt. Also das ist hier nur eine von drei sehr, sehr leckeren Stücken und das war auch der Hauptgrund, aus dem ich mich dafür entschieden habe, hierher zu kommen und wieder mitzumachen. Aber Spaß beiseite. Natürlich wollte ich aufs Treppchen, aber das hat diesmal leider nicht geklappt. Ich habe die Holzmedaille. Ich bin 4. in meiner AK geworden. Aber gut, das spornt ja nur an, um wieder etwas mehr zu trainieren, als nur während der Wettkämpfe und dann im nächsten Jahr wiederzukommen und wieder Gas zu geben. Vor allen Dingen wieder
geschafft, unter einer halben Stunde zu rennen und unter 15 Minuten zu schwimmen. Ja, schauen wir mal, wie das wird.